Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ich komme gerade vom Rückbildungskurs, deswegen sehe ich auch noch so ein bisschen sportlich. Naja, also deswegen sehe ich auf jeden Fall so aus, wie ich jetzt aussehe und ich war danach noch schnell bei Aldi einkaufen. Und mein Baby schläft gerade im Wohnzimmer auf der Couch und dann dachte ich mir, nutze ich die Chance, zeige euch schnell nochmal, was bei uns mitgekommen ist diese Woche. Und ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls es ein bisschen schneller wird, wie die letzten Food Hauls, die ihr so von mir kanntet. Aber es ist halt einfach so, ich habe natürlich jetzt Angst, dass sie gleich aufwacht, weil dann muss ich das hier abbrechen. Und ich möchte euch natürlich zeigen, was ich alles gekauft habe. So, deswegen befinden wir uns auch mal wieder in unserer Küche. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Noch kurz, ich habe wieder ohne Wochenplan und ohne Einkaufszettel eingekauft. Wir haben aber auch noch die HelloFresh-Box für 2 Tage. Also 2 Gerichte haben wir sowieso noch. Und ja, deswegen. Zuerst habe ich hier 3-mal rote Paprika mitgenommen. Also das stimmt nicht ganz. Ich habe mich inspirieren lassen im Aldi. Ich habe gedacht, oh Gulasch, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und ja, dafür ist die rote Paprika. Also ich mache immer ungarisches Gulasch, nennt man das so. Und da kommen wirklich 3 rote Paprikaschoten rein. Dann geht es direkt weiter. Einmal hier mit so einem Siebchen, was heißt Siebchen, mit so einem Karton mit Kiwis. Ja, also ihr wisst ja, ich mache Weight Watchers, Obst und Gemüse hat 0 Punkte. Also klar, muss ich da immer einiges mitholen. Dann Erdbeeren. Also Erdbeeren sind jetzt seit 3 Wochen jede Woche bei uns mitgekommen. Und ich finde, die riechen schon so süß. Die schmecken auch schon so gut. Naja, auf jeden Fall habe ich hier noch so ein Paketchen Erdbeeren mitgenommen, die ich auch gleich, glaube ich, direkt zur Hälfte vertilgen werde. Dann war unsere Mayonnaise leer. Die habe ich einfach nochmal mitgenommen. Das hält bei uns auch immer ewig. Aber ja, wenn man sich mal Hamburger selber macht oder Pommes oder so. Also Mayo braucht man ja immer so im Haushalt wie Ketchup. Und ja, wie gesagt, die ist leer gegangen. Dann habe ich auch mal mitgenommen so hartgekochte Ostereier. Und zwar einfach für zwischendurch, wenn ich mal Heißhunger habe, so ein Ei zu essen. Das ist immer ganz gut. Und ich mache Ei immer sehr gerne mir in den Salat. Und dann muss ich die vorher mal kochen. Dann muss ich warten, bis das Ei abgekühlt ist. Und komischerweise, ich weiß nicht warum, aber mir schmecken diese komischen Ostereier irgendwie besser, als wenn ich mir ein Ei selber hart koche. Kennt ihr das? Geht das euch auch so? Ja, auf jeden Fall habe ich so eine Packung mitgenommen. Die sind auch bis Ende April haltbar. Und ich meine, wir haben ja auch Ostern. Ich denke, ich werde Marco so ein Osterkörbchen mit Süßigkeiten machen und dann packe ich auch 2, 3 Eier da rein, einfach weil es schöner aussieht. Also ihr wisst, was ich meine. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit, also Mali ist ja noch nicht so groß, dass wir selber Ostereier färben. Das kommt ja dann in den nächsten Jahren, aber ich finde so ein bisschen, für Ostern kann das ruhig sein. Dann habe ich mitgenommen Kaffee und zwar, den nehme ich häufiger mit, das ist der Kaffee Crema von Tizio. Ich finde den sehr lecker, der macht oben noch so, also für die Senseo-Maschinen, der macht oben dann noch so eine Cremeschicht drauf, sage ich mal. Und ich mag den recht gern, aber ich bin bei Kaffee eh nicht so anspruchsvoll. Wobei, ich liebe natürlich Kaffee aus dem Kaffeevollautomat, aber für uns lohnt sich das einfach nicht, weil ich eine Tasse am Tag trinke. Und Marco vielleicht 2 im Monat. Naja, auf jeden Fall habe ich noch einen fettarmen Joghurt, also 1,5% Fett mitgenommen. Ja, zum Frühstücken, für mit den Erdbeeren gleich. Das hält sich ja auch immer recht lange. Und das, oder auch für Salatdressing. Also das brauchen wir ja auch mal fast für alles. Genau, dann nehme ich erstmal die tiefgekühlten Sachen. Die packe ich nämlich dann direkt ins Gefrierfach. Und zwar habe ich einmal hier so Knusperhähnchen mitgenommen. Keine Ahnung, ich habe die gesehen und ich habe ja die Weight Watchers App und dann scanne ich immer im Laden wie so eine Verrückte die Strichcodes und er sagt mir dann, wie viele Punkte das hat. Und die haben gar nicht so viele Punkte, also natürlich jetzt nicht die ganze Packung, aber so ein paar. Und man kann die im Backofen machen, das finde ich immer recht gut. Dann spart man natürlich Fett und wenn ich mir jetzt irgendwas mache, ich sage jetzt mal Kartoffeln mit Quark oder so und ich möchte noch ein bisschen was an Fleisch oder Geschmack dabei, dann mache ich mir einfach 2 so Tierchen einzeln in den Backofen und dann bin ich auch ganz froh mit, obwohl ich die noch nie ausprobiert habe, aber ich habe es einfach mal mitgenommen. Dann hier noch eine Packung Rahmspinat. Ich weiß, dass wir noch so Backfischstäbchen von Iglo haben. Ich wusste aber jetzt nicht mehr, ob wir noch Spinat haben, aber das kann man ja auch immer auf Vorrat haben und ich packe das direkt mal ein. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch Spinat, aber ist ja nicht schlimm. So, dann 2-mal Eiskonfekt, wie immer, kennt ihr ja. So, dann einmal besagtes Gulasch. Ich würde das gerne am Wochenende schon verarbeiten. Also einmal hier Schinkengulasch und einmal hier das Hackfleisch von Aldi. Das werde ich, glaube ich, auch einfrieren, weil, ja, Hackfleisch hat man am besten immer da. Da kann man so viel draus machen und das ist bei uns auch so.
Dann habe ich noch was mitgenommen für aufs Brot. Und zwar einmal die Geflügelsalami von Aldi mit grünem Pfeffer. Hat sehr wenig Punkte, finde ich trotzdem sehr lecker. Dann so Hähnchenbrustfilet. Das ist ja immer so ein bisschen dicker geschnitten. Hat auch sehr wenig Punkte. Kann ich auch empfehlen. Super lecker. Auch mit so ein bisschen Senf oder so drauf. Und dann habe ich hier noch mitgenommen eine frische Wespern-Mettwurst, fettreduziert, also das ist so Mett, sage ich jetzt mal. Ja, normal ist das immer so Zwiebelmett. Das hier ist jetzt keins mit Zwiebeln. Ich mag ja keine Zwiebeln, ich muss ein bisschen mich bücken, damit ihr mich auch seht. Aber ich weiß noch, ich hatte früher ja schon mal Weight Watchers gemacht und die haben richtig wenig Punkte. Also ein so ein Esslöffel ist ja fast so eine halbe Packung. Und dann schön mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Maggi. Geil. Dann von diesen Aldi-Kräutern, die ich übrigens jedem empfehlen kann. Ich finde die super. Die sind super, also die sind total günstig. Ich glaube 65 Cent und die haben wirklich alles an Kräutern. Habe ich nochmal Schnittlauch mitgenommen, obwohl unser Schnittlauch auf dem Balkon, ohne dass wir was gemacht haben, also der ist, letztes Jahr haben wir das gesät, dann ist der gekommen. Dann ist der komplett verdürrt, sage ich mal. Und jetzt kam der einfach wieder in einer Pracht heraus, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Es steht einfach da und ist halt frei und da fällt halt Regen drauf oder Sonne. Und ja, aber gefrorenen Schnittlauch brauchen wir ja auch immer. Dann gab es noch ein paar Himbeeren auch zum so snacken, für den Joghurt und so weiter und so fort. Und natürlich musste ich auch mal wieder was Süßes mitnehmen. Und es gibt ja im Moment so viel Ostersachen jetzt schon. Da habe ich einfach hier so Ostereier mitgenommen, mit Milchcreme gefüllt. Die mag ich richtig gerne. Und ja, die packe ich mir dann gleich in den Kühlschrank. Da werde ich vielleicht dann so, ja, immer mal abends eins verdrücken. Das darf ja auch sein, ne? Tüte Nummer 1 ist leer. So, dann hatten die bei Aldi diese Woche in der Aktion Vitalis Müsli. Habe ich das mitgenommen mit weniger Süß, also 30% weniger Zucker. Und habe natürlich auch wieder, gescannt, ob das, wie viele Punkte das hat. Und ja, keine Ahnung, ob ich es essen kann. Und das ist schon okay. Also ich mache mir sonst immer so esslöffelweise Haferflocken rein. Das hat hier das Doppelte wie ein Esslöffel Haferflocken, aber immer noch im Rahmen. Und ich denke mir jetzt auch so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Joghurt mit frischen Himbeeren und Erdbeeren und zwei Esslöffel hiervon rein, so als Crunch. Das ist ja dieses Knusper pur. Also es sind nur diese Crunchy-Dinger. Ja, stelle ich mir super lecker vor, so als Zwischensnack oder als Frühstück. Warum nicht, ne? Genauso hatten die in der Aktion Pringles, das haben die ja nicht immer bei Aldi, wobei Aldi immer besser aufstockt. Mir ist aufgefallen, die hatten ja früher nie Maggi bei Aldi, jetzt haben sie sogar Maggi. Und auch mein Öl von Tomi, das zeige ich euch auch gleich, das haben die jetzt auch standardmäßig im Sortiment. Also es wird immer besser. Wir hatten die diese Woche Pringles, ja, nur diese langweiligen Sorten, sage ich jetzt mal, also Sour Cream and Onion, Paprika und Classic, glaube ich. Aber Marco mag diese langweiligen Sorten nicht, aber er liebt Pringles Chips. Und die haben jetzt wirklich nur 1,19 € gekostet. Super günstig, habe ich dann eine mitgenommen. Ja, da war ich wieder das Verkaufsopfer Nummer 1, sagt man das so. Also ich war ein Aldi-Opfer auf jeden Fall, weil ich wieder da bei den Angeboten rumgeschlichen bin und da durfte auch was mit. Und zwar hatten die so ein Schüsselset, ich glaube 6,99 €, und das sind hier jetzt so 4 Stück. Also wir haben eine so eine große Schüssel. Ich finde die Farben ganz schön, so sommerlich. Dann so eine kleine und eine mittlere. Und hier ist noch ein Sieb dabei. Und wenn ich das jetzt Marco nachher zeige, dann wird er sagen, wir haben doch genug Schüsseln. Ja, aber wir haben halt Schüsseln, die sind schon sehr alt oder, keine Ahnung, sehen halt auch nicht mehr schön aus. Und dann kann ich die mal austauschen. Und ich finde die von den Größen total cool. Jetzt gerade für den Sommer zum Grillen, Salat für 6,99 €. Ja, ich musste die mitnehmen, ne? Und wie gesagt, die sommerlichen Farben finde ich total schön. Dann habe ich hier ein Bund oder einen Sack Zwiebeln mitgenommen. Ihr wisst, ich esse keine Zwiebeln, aber für mein Gulasch oder Gulasch, wie sagt man es, da kommen Zwiebeln rein und die verkochen. Also die kommen geviertelt rein und dann kocht das ja richtig lang oder köchelt. Und dann sind die so verkocht, dass die nicht mehr vorhanden sind, aber für den Geschmack sind die ganz wichtig. Und ja, die halten ja auch wieder ewig, weiß ich nicht, kostet ja auch nur 45 Cent. Irgendwas werde ich bestimmt daraus dann irgendwann nochmal für Marco machen. Oder wenn ich Flammkuchen mache, dann mache ich Marco ein paar Zwiebeln drauf. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich sie fürs Gulasch gebraucht. Zum Gulasch essen wir übrigens kleine Makaronis. Oh, das ist richtig lecker. Genau, wir haben ja heute Freitag. Ich denke mal, heute Morgen machen wir dann die zwei letzten Gerichte aus der HelloFresh Box. Sonntag gibt es dann Gulasch und ja, dann schaue ich mal, was ich den Rest der Woche so zaubere. Dann hatten die Babysachen wohl bei Aldi jetzt, ich weiß nicht, seit dieser Woche, was haben wir heute Freitag, genau, seit Montag im Sortiment, das wusste ich gar nicht, weil ich gar nicht mehr dazu komme, Prospekte zu schauen. Also ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Und ich muss mal gerade auf die Uhr schauen, ich habe eben die Wäsche angestellt. Jetzt haben wir jetzt gleich 2 Uhr.
Ja, so ein 4. Also auf jeden Fall komme ich gar nicht mehr dazu, Prospekte anzuschauen. Das habe ich vorher total gerne gemacht. Ja, aber durch Zufall habe ich es dann gesehen. Und ich habe zwei Sachen mitgenommen. Und zwar sind das einmal Babybodies Kurzarm in Weiß. 62, 68 dachte ich jetzt für den Sommer. Also 62 passt ja teilweise jetzt schon rein, aber 68 wird im Sommer dann definitiv passen. Ja, die hatten nur noch Weiß. Ich hätte auch bunte genommen, aber ist ja okay. Weiß passt ja zu allem. Und dann, was haben die gekostet? Ich glaube 3,99 irgendwie so. Und dann habe ich hier noch Kleinkinder-Langarm-Shirts mitgenommen. Drei Stück, auch 62, 68 und die sind hier so Mintfarben, fand ich total schön. Also eins in Weiß, eins in Mint und eins mit Weiß-Mint gestreift. Also es gab die auch mit rosa-grau, fand ich auch schön. Aber das ist mal was anderes, also gerade dieses Mintfarbene. Hier ist jetzt hier so ein Schokomädchen drauf, wenn ich das sagen darf. Und ja, Mani ist kein Schokomädchen, Mani hat ja auch so dunkles Haar und ich dachte einfach, das steht ihr bestimmt sehr gut. Und ja, wir haben zwar schon sehr viele Klamotten in 62, 68 vorrätig, weil wir viel geschenkt bekommen und ich eine Freundin habe, die auch ein Mädchen hat, die uns alles rübergibt. Ja, und ja, aber ja, was haben die gekostet? Fragt mich jetzt nicht. Ich glaube 6,99 oder so, aber dafür für 10, 11 Euro schon 6 Teile, das. Also ich weiß, ich habe bei Aldi noch nie was geholt, aber die Lidl-Sachen zum Beispiel finde ich super und deswegen ist das schon mal mitgekommen. Dann, das lieben wir auch total, das kaufen wir immer bei Aldi, das ist diese Meersalzmühle. Die kostet nur 99 Cent, wenn man mal vergleicht woanders, was die Mühlen da manchmal kosten. Und das ist einfach so grobes Meersalz, das kann man so drüber drüber malen so und ja, das schmeckt besser als normales Salz. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil man sich einbildet, dass das da so gemahlen ist durch die Mühle. Und dann habe ich noch Getränke mitgenommen. Eine Mezzomix für den Marco hat er sich gewünscht. Dann habe ich für mich wieder eine Cola-Sucht entwickelt. Also ich habe nie gern Cola getrunken, aber jetzt bei Weight Watchers, ich sag's immer wieder, ich trinke nur Wasser und Tee und zwischendurch mag ich mal was mit Geschmack. Und diese Light-Sachen oder Zero-Sachen haben halt 0 Punkte. Ist mir klar, dass es nicht so gesund ist, aber das hier reicht jetzt locker 1,5 Wochen, würde ich sagen. Also ich trinke dann alle 2 Tage abends mal ein Glas zum Essen oder so. Deswegen Cola Light, trinkt der Marco auch ganz gerne. Und dann hatte ich euch ja schon erzählt, dass der Marco jetzt so auf Wasser mit Geschmack, also eigentlich Volvic abfährt. Gibt es ja bei Aldi nicht, hat jetzt aber auch keinen Bock, noch bei Edeka zu fahren. Also habe ich das einfach mal zum Probieren von der Aldi Eigenmarke mitgenommen. Keine Ahnung, ob es schmeckt. Einmal dieses Aqua Plus mit Zitronengeschmack, mit Apfelgeschmack. Ja. Und mit Erdbeergeschmack, genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es schmeckt. Vielleicht kennt jemand von euch. Das kann er mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gut schmeckt. Und dann habe ich noch einen letzten Artikel. Und zwar unser Öl. Das ist Tomi reines Sonnenblumenöl. Das benutzen wir auch immer. Also eigentlich haben wir nur sowas und Olivenöl da. Und das hier ist halt dann ne, zum Braten oder so. Wisst ihr Bescheid. Das war es auch schon. Ausgegeben habe ich 57,24 €, allerdings ja die Schüssel für 7 Euro und die Babykleidung, also eigentlich hätte ich mir halt 40 Euro ausgegeben, das ist auch nicht so viel, aber wir haben auch den Gefrierschrank noch so voll, wir haben den Vorratsschrank so voll, ich weiß nicht, irgendwie komme ich ja nicht mehr so viel zum Kochen und deswegen, ja, gebe ich auch nicht mehr so viel Geld aus, ist aber auch gut und ja, es tut mir leid, das war jetzt auch wieder nicht so ein langer Foodhaul wie damals, aber das wird alles wieder, also wir sind ja jetzt, ja, Mali wird ja jetzt, nee, Mali ist 9 Wochen und wird am Mittwoch 10 Wochen alt und es wird ja immer besser, der Alltag spielt sich immer besser ein und ich denke mal, sobald sie mittags fest Mittagsschlaf macht, klappt das auch mit den Foodhauls und Videos immer besser. So, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Dann wünsche ich euch an der Stelle jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, ich weiß ja wie immer nicht, wann dieses Video online kommt, weil ich nicht weiß, wie ich zum Schneiden komme. Vielleicht schneide ich das hier auch gar nicht und lasse einfach meine Sprachfehler drin. Auf jeden Fall wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben!